Wort hat der Abgeordnete Thorsten Felzerhausen, Fraktion Die Linke. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Mit den gleichwertigen Lebensverhältnissen ist es in Hessen wie mit dem Klimaschutz. Es wird sehr viel darüber geredet, aber in der Praxis wenig getan. Und das ist eben ein wiederkehrendes Muster bei dieser Landesregierung. Und deshalb ist es immer wieder notwendig, dort auch den Finger in die Wunde zu legen. Und daher begrüßen wir ganz ausdrücklich, dass die SPD heute das Thema ländliche Räume zum Thema gemacht hat. Etwas, was ansonsten hier häufig viel zu kurz kommt. Die Bürgerbusse aus der Aktuellen Stunde wären tatsächlich ein sehr eindrückliches Thema, sich das ganze Elend der schwarz-grünen Politik im Detail mal vor Augen zu führen. Es ist ja auch schon von den Kolleginnen und Kollegen hier ausgeführt worden, was es denn dann in der Praxis tatsächlich heißt. Deshalb werde ich darauf nicht weiter eingehen. Aber, meine Damen und Herren, wenn der Staat das ehrenamtliche Engagement von Bürgerinnen und Bürgern vor Ort fördert, ein Engagement, was wir tatsächlich auch begrüßen, dann darf eine solche Förderung in unseren Augen doch niemals der Ersatz für eine flächendeckende staatliche Grundversorgung sein, meine Damen und Herren. Und genau hier liegt doch das grundlegende Problem in vielen ländlichen Räumen. Egal, ob es die Mobilität ist, ob wir uns Wohnen angucken, Bildung oder die Nahversorgung, ob wir über Kultur oder Freizeit reden, ob wir Digitalisierung zum Thema machen oder den Gesundheitssektor und die Krankenhäuser. Über die aktuellen Stunden, die wir hier sprechen, wenn wir uns den ländlichen Raum angucken, überall dort stellen wir fest, es gibt einen eklatanten Mangel und es gibt eine Spaltung dieser Gesellschaft in ländlich und urban. Und das muss doch überwunden werden. Das muss doch die Aufgabe dieser Landesregierung sein. Aber wenn man sie daran messen will und daran misst, dann stellen wir fest, die Landesregierung versagt, was den ländlichen Raum angeht. Der Staat und die Landesregierung erfüllen ihre Aufgaben im ländlichen Raum schlicht und ergreifend nicht flächendeckend. In vielen ländlichen Räumen fehlt es an einer Grundversorgung, die wohnortnah und bezahlbar und vor allen Dingen für alle zugänglich ist. Eigentlich wäre es notwendig, die Einrichtung von Daseinsvorsorge in der Fläche auszubauen und zu modernisieren. Und stattdessen werden sie weiterhin oft nur abgebaut und geschlossen aus Kostendruck und Sparzwängen, die wir den Kommunen überstülpen oder dem sogenannten freien Markt zur Gewinnoptimierung überlassen. Es entstehen Versorgungslücken, die die Menschen im Alltag schmerzhaft spüren, und die Kluft zwischen Stadt und Land wächst weiter. In der Realität kann doch in Hessen schon längst nicht mehr die Rede davon sein, dass wir gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land haben, meine Damen und Herren. Und dieses Problem ist ja auch nicht neu. Dieses Problem ist in den letzten Jahren hier dutzendfach angesprochen worden. Aber die politische Verantwortung dafür trägt maßgeblich die CDU. Die Partei, die zwar immer vorgibt, im besonderen Maße die Interessen des ländlichen Raums zu vertreten, in der Praxis aber dafür steht, den ländlichen Raum sträflich zu vernachlässigen. Und da macht auch Schwarz-Grün keinen großen Unterschied, wenn sie nach außen es auch immer wieder anders darstellen. Da wird das Ziel gleichwertiger Lebensverhältnisse hoch und runter gebetet, da werden Aktionspläne aufgelegt und ein unübersichtlicher Förderungsdschungel geschaffen. Und natürlich, Spezialität von Rot-Grün im ländlichen Raum, es werden Dutzende Fototermine vor Ort absolviert. Und das haben wir jetzt auch bei den Bürgerbüssen gesehen. Aber wenn der Schwarz-Grün, was habe ich gesagt? Schwarz-Grün ist es mit den Fototerminen. Aber wenn der Tross der Ministerinnen und Minister, wenn der Tross der Staatssekretäre abgezogen ist, dann bleibt doch das Grundproblem bestehen. Denn wortgewaltige Pläne und Programme ersetzen eben keine Strukturpolitik und hübsche Webseiten keine aufgabengerechte und stabile Finanzausstattung der Kommunen, meine Damen und Herren. Genau hier müsste man aber ansetzen, wenn man tatsächlich gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz Hessen erreichen will.
Solange die Kommunen nicht in der Lage sind, vor Ort ausreichende Grundversorgung für alle sicherzustellen, solange die Einrichtung der Daseinsvorsorge und lokale Initiativen permanent unter Kosten- und Profitdruck stehen und sich von Projektförderung zu Projektförderung hangeln müssen, solange werden die ländlichen Räume insgesamt Probleme haben, ein gutes Leben für alle zu ermöglichen. Als LINKE wollen wir ein solidarisches Hessen, in dem jeder und jeder da wohnen und leben kann, wo er oder sie möchte. Wir wollen gleichwertige Lebensverhältnisse nicht als abstraktes Ziel oder Gegenstand von Sonntagsreden, sondern als gelebte Realität. Dafür brauchen wir einen politischen Kurswechsel, für den wir weiterhin kämpfen werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Felstehausen. Jetzt spricht der Kollege Michael Müller, CDU-Fraktion. Bitte. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich komme vom Land und frage mich gerade, in welchem Land lebe ich eigentlich, wenn ich hier zuhöre? In welchem Land lebe ich gerade? Ich lebe in einem Land, in einer Region, wo Menschen sich engagieren und mit dem Bürgerbus ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger von A nach B transportieren und das Ganze als Erfolg sehen. Ich lebe in einem Land, wo wir Fahrradwege haben, die wir vor 10 Jahren noch nicht gehabt haben, wo wir von A nach B nicht nur fahren können, um zum Beruf zu kommen, sondern auch Freizeit zu genießen, die ich in der Stadt in dieser Form nicht wahrnehmen kann. Ich lebe in einem Land, wo die Feuerwehren unterstützt werden in einem Maße, dass es in der Bundesrepublik ziemlich einmalig ist, und Sie schimpfen darüber, dass das schlecht sei. Ich lebe auf dem Land, wo ich gerne einen Sportstützpunkt weitergehabt hätte und nicht, wie die Landesvorsitzende der Sozialdemokraten meint, Willingen sei überflüssig. Ich lebe in einem Land, wo mehr für den öffentlichen Personennahverkehr im Verhältnis zu den Einwohnern ausgegeben wird, als in jedem Land, wo Sozialdemokraten in Deutschland regieren. Ich lebe in einem Land, wo noch nie so viel an Zuschüssen in den öffentlichen Personennahverkehr gegangen sind wie in diesen und den nächsten Jahren. Ich lebe in einem Land, wo die Hessische Landesregierung innovativ das Schülerticket, das Auszubildendenticket und überhaupt den Zugang zum öffentlichen Personennahverkehr in einem Maße eröffnet hat, der vor 20 Jahren nicht vorstellbar war. Ich lebe in einem Land, wo die Hessische Landesregierung beschlossen hat, genau sich um die Grundprobleme der ärztlichen Versorgung auf dem Land zu kümmern und die Landarztquote eingeführt hat, um eben genau das zu tun, was notwendig ist, nämlich Ärztinnen und Ärztinnen eine Zukunft auf dem Land zu geben. Herr Kollege, ich lebe in einem Landkreis, wo auch nicht alles wunderbar ist, aber wo die Bürgerinnen und Bürger sich bemühen, mit dem, was ihnen. Also, ich finde das immer klasse, wenn hier so rumgebrüllt wird von ganz rechts und ganz links, dann weiß ich, dass ich ziemlich die Mitte gehalten habe. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich lebe in einem Landkreis, wo Schulen ordentlich ausgestattet werden, wo die Schulen mit Förderung des Landes Hessen ausgestattet werden können und wo die digitale Infrastruktur immer besser wird. Ich lebe aber auch in einem Land, wo es Unterschiede zwischen Stadt und Land gibt. Und die haben wir in der gesamten Bundesrepublik, die Unterschiede zwischen Stadt und Land. Und die Form von gleichwertigen Lebensverhältnissen, die bezieht sich nicht auf alles gleich, sondern sie bezieht sich auf die Möglichkeit. Und ich finde, das Land, in dem ich hier lebe, tut viel dafür. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, da Sie ja die Bürgerbusse so gerne aufs Ziel nehmen, ich finde, das ist ein richtig erfolgreiches Projekt, welches Bürgerinnen und Bürger bindet und vor allem aber auch die Abstände
zum Personennahverkehr in einem Maße abbaut, die wir uns bei Einführung so in diesem Maße nicht vorgestellt haben. Denn die Nutzung, finde ich, ist ausgezeichnet und hervorragend. Und Kollege Müller, der Kollege Graf möchte Ihnen eine Zwischenfrage stellen. Nix, gut. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, die digitale Dorflinde, Sie können das jetzt belächeln, Sie können das jetzt belächeln oder nicht. Da, wo es in meinem Landkreis, wo mein Wahlkreis ist, wo es die gibt, sind die Menschen damit zufrieden und sie finden das gut. Und sie finden es gut, dass die Möglichkeiten verbessert werden, zu kommunizieren. Sie finden es gut, aber liebe Kolleginnen und Kollegen, wissen Sie, Sie kommen mir vor wie diese berühmte Hexe, die macht Wisch, Wisch und alles ist da. Es ist ein Weg, auf dem wir uns immer befinden und auf dem wir immer sind. Und deshalb ist es richtig, dass die hessische Landesregierung sich um das Land kümmert. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, 1,2 Milliarden Euro für den Aktionsplan Starkes Land, gutes Leben. Das ist nicht irgendwie ein wenig Geld. Ja, Sie können sich ja aufregen. Herr Kollege, wissen Sie, im Nachbarland regieren Sie mit. Im Nachbarland regieren Sie mit. Und da schauen Sie sich mal die Förderung für das Land an. Dann können Sie eigentlich weinen und glücklich sein, dass Sie in dem Land wohnen, in dem wir alle leben. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie haben sich so alleriert über das Gaststättenförderprogramm. Ja, wir tun was. Wir tun tatsächlich etwas. Gehen Sie auch in die Länder um uns herum. Wir haben ein Gaststättensterben auf dem Land. Das wissen wir. Und das ist schlimm. Nicht nur schlimm, es ist eigentlich tragisch, weil ein Teil der Kommunikation, der Sozialisation verloren geht. Aber Sie glauben doch nicht und Sie können doch nicht ernsthaft behaupten, das Land macht Schnipp und es geht. Die Kommunen vor Ort, die Menschen vor Ort, sie müssen etwas tun. Und das Land kann nur beitragen und fördern und die Kommunen versuchen. Sie müssen zum Schluss kommen. Jetzt zum Schluss. Die Kommunen anhalten, etwas zu tun. Alles in allem, ich finde diesen Antrag etwas traurig. Deshalb, weil die Realität in Hessen nicht so ist, wie Sie es schildern. Wir leben wirklich nicht in einem Ruinenland, sondern in einem aufstrebenden, wunderbaren Land. Und da bin ich stolz drauf. Vielen Dank, Kollege Müller. Für die Landesregierung spricht der Staatssekretär Deutschendorf. Bitte sehr. So, Ruhe bitte. Der Staatssekretär hat das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Hälfte der Hessinnen und Hessen lebt auf dem Lande, und die Menschen leben gerne dort. Und damit das so bleibt und vor allem junge Familien und junge Menschen dort eine Zukunftsperspektive sehen, ist die Förderung der ländlichen Räume ein Schwerpunkt der Arbeit dieser hessischen Landesregierung. Die Menschen sollen auch weiterhin gerne auf dem Lande leben. Dafür brauchen sie gute Bedingungen. Dafür sollen sie vor Ort gleichwertige Lebensverhältnisse vorfinden. Und dabei gilt, dass die ländlichen Räume und ihre Herausforderungen in Hessen sehr, sehr unterschiedlich sind. Sie sind vielfältig. Und genauso vielfältig und passgenau müssen die entsprechenden Lösungen sein. Die ländlichen Räume in Hessen sind unterschiedlich geprägt, zum Beispiel von der bäuerlichen Landwirtschaft bis hin zum Weinbau. Wir haben starke Tourismusregionen. Aber natürlich ist der ländliche Raum auch Standort einer Vielzahl von erfolgreichen international tätigen Unternehmen. Es finden sich dort Studienangebote bis hin zu einem guten und breiten Angebot an Ausbildungsplätzen. Und die hessische Landesregierung arbeitet erfolgreich und nachhaltig daran, die ländlichen Räume zu stärken. Das tun wir auf vielerlei Weise, zum Beispiel seit 2019 mit der Offensive Land hat Zukunft oder auch dem Aktionsplan Starkes Land, gutes Leben, mit dem wir jährlich mehr als 1,2 Milliarden Euro in die Förderung der ländlichen Räume investieren. Ich will anfangen mit dem Beispiel hier aus dem Aktionsplan mit dem Ausbau der digitalen Infrastruktur. Natürlich ein Schlüssel heute, um wettbewerbsfähig zu sein. Es ist der entscheidende Standortfaktor für Unternehmen. Mit der Veränderung in der Arbeitswelt bieten sich ganz neue Chancen für die Menschen über mobiles Arbeiten. Auch dafür sind sie angewiesen auf eine gute Internetanbindung. Und mit der Gigabit-Strategie für Hessen
sorgen wir für diese Anbindung mit Fördermitteln in dieser Legislaturperiode in Höhe von 266 Millionen Euro. Und auch beim Mobilfunkausbau kommen wir in Hessen zügig voran. Meine Damen und Herren, wir investieren in Bildungs- und Betreuungseinrichtungen, die ortsnahe medizinische Versorgung, die Sanierung von Wohngebäuden oder in nachhaltige Mobilitätskonzepte. Und so beinhaltet der Aktionsplan insgesamt über 100 Instrumente und berücksichtigt dabei alle Bereiche der öffentlichen Daseinsvorsorge. Und so vielfältig die Chancen ländlicher Räume sind, so vielfältig ist auch der Aktionsplan zu ihrer Stärkung. Wir unterstützen auch die Kommunen und die Bürgerinnen und Bürger vor Ort dabei, ihre Gemeinden mit vielen guten und innovativen Ideen weiterzuentwickeln. Dafür dient der Entwicklungsplan für den ländlichen Raum des Landes Hessen, mit dem wir seit 2014 die naturnahe und klimafreundliche Entwicklung ländlicher Räume mit über 900 Millionen Euro fördern, zum Beispiel die Dorf- und Regionalentwicklung, den ökologischen Landbau oder Artenschutzprojekte. Wir legen dabei einen Fokus auf junge Menschen und Frauen, heben damit wirtschaftliche Potenziale, schaffen dauerhafte und gute Arbeitsplätze und sichern Zukunftsperspektiven. Dabei ist die Stärkung der ländlichen Räume eine Querschnittsaufgabe, und wir arbeiten deshalb natürlich ressortübergreifend an der Koordinierung und gebündelt an der Umsetzung dieser Aktivitäten. Meine Damen und Herren, die Bürgerbusse sind speziell und explizit noch einmal angesprochen worden heute Morgen. Ich möchte auch kurz an dieser Stelle darauf eingehen. Seit 2018 fördern wir die Bereitstellung von Bürgerbussen in hessischen Kommunen. Und es ist uns gelungen, in 4 Jahren davon 120 Bürgerbusse auf die Straße zu bringen. Dabei bleiben wir nicht stehen. Es freut mich ganz besonders, dass wir ganz aktuell 1,1 Millionen Euro zusätzlich aufbringen konnten, um 25 neue Bürgerbusse zu finanzieren, die in Zukunft dann auch rein elektrisch unterwegs sind. Und so verbessern wir die Mobilität im ländlichen Raum und schonen zugleich Umwelt und Klima. Und die Bürgerbusse ergänzen dabei das reguläre Nahverkehrsangebot, und sie erhöhen und stärken die Mobilität der Menschen vor Ort. Sie tragen aber auch auf andere Weise zur Stärkung des ländlichen Raumes bei. Sie werden von großem bürgerschaftlichem und ehrenamtlichem Engagement getragen und stärken auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Sie sind Verkehrsmittel, aber auch zugleich Kommunikationsort. Sie bringen nicht nur von A nach B, sondern sie bringen auch Menschen zusammen. Und die Bürgerbusprojekte werden durch ein großartiges Engagement von ehrenamtlichen Fahrerinnen und Fahrern und einer Vielzahl von Akteuren vor Ort getragen. Die Menschen nehmen das an. Sie greifen diese Möglichkeit auf, sie setzen das um und zeigen, dass der Bürgerbus eine gute Idee ist. Und ich bedanke mich ganz herzlich für dieses großartige ehrenamtliche Engagement. Sind die Bürgerbusse ein kleiner, aber ein wertvoller Beitrag für einen starken ländlichen Raum in Hessen. Und, das ist uns natürlich auch wichtig, der Ausbau des regulären ÖPNV-Angebots in ländlichen Räumen, auch der ist ein ganz großer Schwerpunkt in unserer Arbeit. Das Schülerticket ist angesprochen worden, was einen ganz neuen Zugang für auch Kinder und Jugendliche im ländlichen Raum für eine eigenständige Mobilität ermöglicht. Und wir sind auch bei den Investitionen in den ÖPNV weiterhin dabei. Wir sind auf Rekordniveau, was das Geld angeht, was da reinfließt. Es gibt weiterhin auch in schwierigen Zeiten stetig steigende Mittel. Wir sind in diesem Jahr 2022 mittlerweile bei einem 15-prozentigen Finanzierungsanteil des Landes Hessen bei dem ÖPNV für Hessen. Wir reichen komplett die Regionalisierungsmittel, die der Bund uns gibt, durch an die Verkehrsverbünde in Hessen. Auch das ist in Deutschland, nicht in allen Bundesländern, in dieser Art der Fall. Wir liegen bei über 1 Milliarde Euro, die in diesem Jahr hier für den Verkehrsverbünden zur Verfügung stehen, für den Ausbau des Angebotes. Und wir haben eine Vielzahl von Projekten, um auch den Zugang und die Teilhabe im ÖPNV zu vergrößern, wenn ich mir anschaue, wie viel Geld wir auch investieren in barrierefreie Haltestellen. Und meine Damen und Herren, Sie reden doch an vielen Stellen wirklich an der Realität vorbei. Wenn wir uns anschauen, die Erreichbarkeit der Menschen in Hessen, wie schnell sie eine Haltestelle von Bus oder Bahn erreichen können. Dazu gibt es Zahlen von der Allianz für Schiene.
die das bundesweit vergleicht, da liegt Hessen ganz, ganz vorne bei den Flächenländern auf Platz 2, direkt hinter dem Saarland, meine Damen und Herren. So. Herr Staatssekretär, Sie denken an die Redezeit. Ja, dann drücke ich aufs Gas. Also, wir haben ja mehrere Beispiele sozusagen bündeln die Zusammenarbeit im Fachzentrum Mobilität im ländlichen Raum, um dort dafür zu sorgen, dass die lokalen Nahverkehrsorganisationen unterstützt werden, ihre Angebote auszubauen. Die bekannten, etablierten Bus, Bahn, Ast, Rufbusse, aber natürlich auch neue Angebote. Und die sind in Arbeit im Bereich On-Demand oder Sharing. Meine Damen und Herren, die Straßeninfrastruktur ist uns auch wichtig, auch ein Bereich, den wir hier oft diskutieren. Hier investieren wir Rekordmittel in die Sanierung der Landesstraßen. Und das haben wir seit 2014 mehr als verdoppelt, die Mittel, die hier zur Verfügung stellen, und tun auch in dem Bereich einiges. Es gibt weitere Bausteine, die Zukunft Innenstadt, Städtebauförderung, um dafür zu sorgen, dass die Zentren in Hessen, die Orte in Hessen lebenswert sind und mehr Lebensqualität bieten. Sie sehen, meine Damen und Herren, wir arbeiten als Hessische Landesregierung auf allen Ebenen, in allen Lebensbereichen daran, den ländlichen Raum lebenswert zu machen. Es hilft nicht, ihn in der Art schlecht zu reden, wie Sie es hier heute getan haben. Es gibt dort eine hohe Lebensqualität und ermöglicht eine Vielzahl von Lebensentwürfen. Und so werden wir als Hessische Landesregierung weiter daran arbeiten, für die Menschen in Hessen in allen Lebensbereichen eine hohe Qualität zur Verfügung zu stellen, und das ganz besonders im ländlichen Raum. Herr Staatssekretär, vielen Dank. Das waren 3:40 über die Zeit, und allen Fraktionen wächst das jetzt wieder zu. Der Kollege Dr. Naas ist der Erste. Ja, nur ruhig. Ja. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Herr Staatssekretär, lieber Herr Frömmrich, eines muss man mal klarstellen. Und der Kollege, Kollegin von der SPD hat es gesagt. Sie finanzieren die hessischen Verbünde mit weniger als 3%. Und weil Herr Kollege Müller hier falsche Zahlen genannt hat und der Kollege Frömmrich Unsinn gesagt hat, sage ich Ihnen die offiziellen Zahlen wirklich gerne mal. Hessen Regionalisierungsmittel 672 Millionen, aus dem Landeshaushalt 143 Millionen. Rheinland-Pfalz Regionalisierungsmittel 474 Millionen, aus dem Landeshaushalt 530 Millionen. Mehr als die Regionalisierungsmittel des Bundes. Soll ich Ihnen Berlin noch aufzeigen? Da sind es 470 vom Bund und 941 aus dem Landeshaushalt. Und für die Kollegen von der CDU gerne auch noch ein CDU-geführtes Bundesland, nämlich Sachsen, 603 aus dem Bundeshaushalt, 724 Millionen aus dem Landeshaushalt. Sie finanzieren die Verkehrsverbünde nicht richtig, und darunter leidet das Land. Meine Kollegin Wiebke Knell hat völlig recht. Sie müssen endlich die Verkehrsverbünde besser ausstatten aus Landesmitteln. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Dr. Naas. Und jetzt kommt Günter Rudolph, Fraktionsvorsitzender der SPD. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Danke, Herr Staatssekretär, für die 3 Minuten Redezeit. Damit das deutlich wird, VDV, das ist der Verband der Verkehrsunternehmen, stellt fest, Hessen ist bei den originären Landesmitteln zur Finanzierung des ÖPNVs an letzter Stelle der Flächenstaat. Das ist ein Fakt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist ein Fakt. Das ist das Ergebnis von fast 9 Jahren grüner Verkehrspolitik in Hessen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Zweitens, das war ja eben rührend, die Erreichbarkeit der Haltestellen in Hessen ist kein Problem. Ich mache das am Beispiel meiner Heimatgemeinde Edermünde. Am Wochenende fährt kein Bus, weil im ländlichen Raum der Busverkehr in den Schülerverkehr integriert ist.
Und dann sagen Sie, ja, wie sollen die Leute von A nach B kommen? Der nächste Bahnhof 2 Kilometer weg, das schaffen manche, manche nicht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wer will, dass auch gerade im ländlichen Raum mehr Menschen vom Auto auf den ÖPNV umsteigen, muss eine ordentliche Taktung anbieten und es muss bezahlbar sein. Beides funktioniert eben in Hessen auch nicht. Ich will auch keinem zu nahe treten, aber ich nutze den ÖPNV mit all seinen Folgen und Konsequenzen. Mir sagte mal ein Schaffner, wer das 9-Euro-Ticket erfunden hat in Berlin, den hätte er gerne mal zwischen die Finger bekommen, weil das, die Praxis funktioniert nicht. Wir brauchen einen deutlichen Anstieg der Kapazitäten. Wir bauen in Hessen nach 25 Jahren jetzt erstmals was an der Infrastruktur, nämlich zwischen Frankfurt und Bad Vilbel. Es fehlt Personal, weil die Verkehrsverbünde nicht mehr die Mittel haben, um Personalreserven aufzubauen. Dann hat einer Grippe oder Husten, dann ist das Stellwerk lahmgelegt und die Züge können nicht fahren. Also ein massives Problem. Wir müssen in die Infrastruktur gehen. Übrigens müssen wir über auch beschleunigte Planungsverfahren haben. Ich finde, wenn man irgendwas mal überprüft hat, ist gut. Aber das, was wir bei der A44 mit jahrzehntelangen Prozessen erleben oder auch jetzt bei der Diskussion in Frankfurt-Riederwald-Tunnel. Also das ist ja eine absurde Diskussion. Jahrelang kämpft man darum und jetzt kommt aus der Stadtpolitik der Grünen zu sagen, wir stoppen das Projekt. Trägt auch nicht gerade zur Glaubwürdigkeit bei, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das Bekenntnis des ländlichen Raumes, wo war denn der Verkehrsminister bei der Eröffnung eines Tunnels entlang der A44? Herr Al-Wazir lehnt das ja grundsätzlich ab. Er lehnt ja grundsätzlich den Neubau ab. Aber der ländliche Raum muss auch erschlossen werden. Ja, Beifall von der falschen Seite, Herr Kollege Felstehausen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, keine Lippenbekenntnisse. Bürgerbus kann nur eine vernünftige Ergänzung sein, aber kann nie einen ÖPNV ersetzen. Und ich erwarte auch von einem Verkehrsminister in Hessen, dass der ländliche Raum auch Straßen bekommt, um etwa zum nächsten Bahnhof zu kommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. So einfach ist die Welt. Und deswegen, letzte Bemerkung, da ist vieles im Argen in den letzten 9 Jahren und die Lippenbekenntnisse der CDU an der Stelle. Ja, dann setzen Sie sich doch bitte gemeinsam mit uns und der FDP für den ländlichen Raum ein. Das ist keine Naherholungszone für genervte Städter, sondern wir haben einen Rechtsanspruch auf die Umsetzung eines Verfassungsgrundsatzes auf gleichwertige Lebensverhältnisse. Wir werden das ändern, meine sehr verehrten Damen und Herren. Vielen Dank, Kollege Rudolph. Jetzt sind wir am Ende dieser Aktuellen Stunde.